Pilze gehören zu den ältesten Lebewesen der Welt. Der älteste noch lebende Pilz ist ein Hallimarsch, der auf ein Alter von rund 8500 Jahren datiert wird und dessen Verflechtungen im Boden über 1200 Fußballfelder groß ist. Pilze verstehen es also, sich erfolgreich den Veränderungen der Natur anzupassen. Doch die steigenden Temperaturen des Klimawandels machen auch Urgesteinen wie ihnen zu schaffen. Es wird immer wärmer, wodurch Bäume und der Wald allgemein immer mehr mit anhaltender Trockenheit zu kämpfen haben. Die fehlende Wasserzufuhr lässt Bäume erkranken und schwächt sie erheblich. Zunächst mal ist es so, dass durch den Klimawandel schon tatsächlich neue Arten über die Alpen gewandert sind. Also wir haben jetzt neue Arten, die zu uns kommen, deswegen, wenn man jetzt sich mit Pilzen beschäftigt und hat ein Wissen bis vor 2, 3 Jahren, muss man das ein bisschen auffrischen, weil einfach neue Arten gekommen sind. Es wachsen immer häufiger parasitäre Pilze, die einen geschwächten Baum schneller und einfacher befallen können. Ein zweischneidiges Schwert. Wenn nun wirklich ganze Wälder absterben sollten, verschwinden natürlich auch die Pilze, die dem Wald sonst dazu dienen, abgestorben zu verwerten. Zumindest einen kleinen Lichtblick scheint es aber zu geben. Naja, es ist schon interessant. Zunächst mal gibt es auch ganz wenige Speisepilze unter den parasitischen Pilzen, wie der Leberreischling zum Beispiel. Und es gibt auch Pilze, also Heilpilze, die auch an solchen Bäumen wachsen. Da sollte eigentlich jeder Pilzliebhaber hellhörig werden. Vor allem die Heilpilze, die den Baum zwar leider auch befallen, haben erstaunliche Fähigkeiten. So werden manche von ihnen sogar in der Krebsforschung eingesetzt. Der Birkenporling zum Beispiel ist im Wald leicht zu finden und aufgebrüht als Tee, das optimale Hilfsmittel gegen Magenprobleme. Der Klimawandel bringt Vergänglichkeit mit sich, doch die Natur schafft es trotzdem, sich immer wieder diesem ständigen Wandel anzupassen und auch daraus neues Leben zu schaffen. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.